liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche, die ihr es noch werden wollt. Wieder beschäftigen wir uns heute mit der Integralrechnung und im Besonderen mit deren Anwendungen in der Physik. Zuerst zum Zusammenhang Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung. Ihr kennt diesen Zusammenhang schon von den Ableitungsfunktionen, von der Differentialrechnung und ihr wisst immer, es muss dieser Zusammenhang sein, S, V, A. Also Skiverein Arlberg habe ich euch gesagt. Dann merkt ihr es euch am leichtesten. Es ist, wenn F, also wenn S die Funktion ist, dann ist V die Ableitung davon und A die Beschleunigung ist die zweite Ableitung davon. Und jetzt können wir das Ganze natürlich auch eine Stufe höher legen, wenn wir von der Geschwindigkeit als ursprünglicher Funktion ausgehen, dann ist S die Stammfunktion davon und A ist die erste Ableitung, denn es gelten ja immer die gleichen Zusammenhänge. Also, für einen Körper, der sich mit konstanter Geschwindigkeit V entlang einer Geraden bewegt, kann man den zurückgelegten Weg S mit S ist V mal D angeben. Ist die Geschwindigkeit aber nicht konstant, sondern verändert sich im Laufe der Zeit, so kann man den zurückgelegten Weg Delta S für ein Zeitintervall T bis T plus Delta D näherungsweise mit Delta S, also mit der V von D mal Delta D, bestimmen. Also, wir können jetzt sagen, S ist das Integral von V von T in dem bestimmten Bereich T0 bis T1 mit plus einem Anfangsweg. Also der Weg berechnet sich durch das Integral der Geschwindigkeit plus den Startweg, den wir gehabt haben. Und ändert sich die Beschleunigung A im Laufe der Zeit, so führt dies dazu, dass die Geschwindigkeit berechnet werden kann, indem man die Beschleunigung integriert von T0 bis T1 und die Anfangsgeschwindigkeit dazu zählt. Am besten machen wir auch hier ein Beispiel. Zum Beispiel ein Motorradfahrer hat zum Zeitpunkt T0 eine Geschwindigkeit, also schreiben wir hier hin, T0 ist 0 und hier hat er eine Geschwindigkeit von V0 25 Meter pro Sekunde. Also passt hier bitte immer auf, die Geschwindigkeiten werden ja immer in Meter pro Sekunde und nicht in kmh angegeben. Das würde 90 kmh entsprechen. Ihr wisst ja, die Meter pro Sekunde multiplizieren wir mit 3,6, dann kommen wir zu unseren kmh. Also dieses Motorrad hat am Anfang eine Geschwindigkeit von 25 Meter pro Sekunde und befindet sich 100 Meter nach einer Ortsendetafel. Ab diesem Zeitpunkt beschleunigt es mit einer konstanten Beschleunigung von 1,5 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Also A ist 1,5 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Jetzt ist die Frage, hat das Motorrad nach 8 Sekunden die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h bereits erreicht? Also V von 8 ist 100 km/h müssen wir jetzt umrechnen, 100 durch 3,6, also das wäre dann 27,7 Meter pro Sekunde. Das ist jetzt die Frage, ist V von 8 27,7 Meter pro Sekunde? Ja, schauen wir uns das an. Wir können hier auch den Weg ausrechnen. Also am besten machen wir das so, dass wir uns die Geschwindigkeit ausrechnen. Wir haben hier ja die Beschleunigung 1,5 Meter pro Sekunde. Wenn wir diese integrieren, können wir ja sagen, V ist Integral von, und in diesem Fall von 0 bis 8 Sekunden, von 1,5 dt, nicht vergessen, in diesem Fall t, plus die Anfangsgeschwindigkeit 25, denn er fährt ja am Anfang schon 25 Meter pro Sekunde. Das heißt 1,5 mal t in den Schrankern von 0 bis 8 plus die 25 noch dazugeben.
Also obere Schranke einsetzen, 1,5 mal 8, minus untere Schranke wäre 0 einsetzen, das können wir uns sparen, plus 25 gibt dann, also 1,5 mal 8 gibt 12, plus 25 ist 37 Meter pro Sekunde. Das heißt, ja, der Motorradfahrer hat nach diesen 8 Sekunden schon eine viel höhere Geschwindigkeit, nämlich 37 Meter pro Sekunde. Also er hat die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bereits überschritten. Das können wir hier mit Sicherheit sagen. Wenn wir diese 37 Meter pro Sekunde noch umrechnen wollen in km/h, also wir geben das mal 3,6, dann sind wir auf ungefähr 133 km/h. Also er ist auf jeden Fall viel zu schnell am Weg. Eine weitere Frage zum Beispiel könnte lauten, wie weit ist das Motorrad nach 8 Sekunden von der Ortstafel entfernt? Hier geht es also um den Weg, wie weit ist sie von der Ortstafel entfernt? Das heißt, unser S ist ja immer der Weg, ist das Integral der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit wäre hier 1,5 t plus 25 dt. Plus die 100 Meter, die wir dazugeben müssen, weil wir ja am Anfang gesagt haben, wir sind 100 Meter vom Ortsende entfernt, von der Ortstafelstelle entfernt. Also rechnen wir jetzt 1,5 t Quadrat halbe plus 25 t und das Ganze von 0 bis 8 Sekunden wieder, plus die 100 Meter, die wir schon haben. Dann haben wir hier 1,5 mal 8 zum Quadrat ist 64, durch 2 ist 32, plus 25 mal 8, das wären 200, plus 100. Dann haben wir in diesem Fall 348 Meter. Also das Motorrad ist nach 8 Sekunden 348 Meter von der Ortstafel entfernt. Ja, also wir können hier wirklich Dinge aus dem Leben berechnen. Und ihr seht, es ist hier gar nicht schwierig. Wir müssen nur immer diese Formel, die wir ja schon lange kennen, der Weg, den Zusammenhang zwischen Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung wissen. Wir müssen nur wissen, dass es immer eine Stufe weiter hinunter geht. Also wenn ich ausgehe vom Weg, dann ist die Geschwindigkeit die erste Ableitung und die Beschleunigung die zweite Ableitung. Wenn ich von der Geschwindigkeit ausgehe, dann ist der Weg dazu meine Stammfunktion und die Beschleunigung ist meine erste Ableitung. Also das sind die zentralen Dinge, die ich unbedingt wissen muss und dann können wir das Ganze leicht berechnen. Jetzt vielleicht noch eine andere physikalische Anwendung und zwar die Berechnung der physikalischen Arbeit. Für die physikalische Arbeit W ist das so geregelt, dass sie definiert ist als das Produkt von Kraft und Weg. Also die Arbeit ist F mal S, das wisst ihr wahrscheinlich aus dem Physikunterricht. Wird über eine Wegstrecke von S0 bis S1 eine Kraft groß F, deren Stärke vom Weg abhängen kann, aufgewandt, so wird die physikalische Arbeit wie folgt verrichtet, und zwar das Integral von S0 bis S1 von F von S ds. Also das müssen wir wissen. Wir können auch hier wieder gleich ein Beispiel machen. Und zwar haben wir zum Beispiel eine Sportlerin in einem Fitnessstudio, die ein Trainingsgerät, eine Feder spannt. Und zwar, sie spannt diese Feder von S0 am Anfang 0,75 Meter bis S1 auf einen Meter. Und die Federkonstante ist hier 100 Newton pro Meter.
dann können wir, ja, wir wissen, die Kraft, die hier angewandt wird, ist k mal x, also in diesem Fall 100 mal x, f ist 100x. Und dann können wir sagen, für die Arbeit, w ist das Integral von 0,75 bis 1 von 100x dx. In diesem Fall also 100x² halbe in den Schranken von 0,75 bis 1. Und ihr könnt jetzt kürzen. Machen wir das vielleicht wieder mit Farbe. Und dann setzen wir die obere Schränke ein, also 50 mal 1 minus 50 mal 0,75 zum Quadrat. Und wir erhalten für die Arbeit hier 21,875 Joule. Achtung, die Arbeit wird in Joule angegeben. Ja, ihr seht, keine Hexerei. Wir müssen nur wissen, dass eben die Arbeit das Integral der Kraft in diesem Fall ist. Ja, so viel zum Thema Anwendungen in der Physik. Wir werden vielleicht dann noch einmal eine andere Anwendung machen, und zwar zum Strom. Ich hoffe, ich konnte eure Begeisterung wecken und würde mich freuen, wenn ihr euch auch mit anderen mathematischen Videos wie eben diesem zum Strom ich euch zur Seite stehen könnte. Inzwischen, ciao und auf Wiedersehen, eure Mathe-Trainerin.